Sie da sind. Hier wartet noch Familie König. Guten Tag. Guten Tag, meine Damen und Herren. Herr König hat sich nämlich von seiner Frau getrennt. Und jetzt ist er da mit seinen 7 Kindern und hat Angst, früher oder später vielleicht irgendwo auf der Straße zu sitzen, während seine geschiedene Ex sozusagen immer noch in den warmen 4 Wänden hockt. Deswegen ist es doch ein Skandal, wenn Scheidung die Männer und die Familien ruiniert. Schön, Sie hier zu treffen und hier zu sehen. Herzlich willkommen. Vielen Dank für den netten Empfang. Schön, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank. Danke sehr. Vielen Dank auch, dass Sie wieder den richtigen Knopf gedrückt haben. Ich bin Jürgen Fliege, begrüße Sie hier. Ja, vor einigen Wochen haben wir das alle miterleben müssen. Da gab das höchste deutsche Gericht doch tatsächlich bekannt, dass die Männer und die Väter kein Recht mehr haben, sozusagen per Eigeninitiative herauszufinden, ist das Kind nun von mir oder ist es nicht von mir? Hat meine Frau mir vielleicht irgendein Kuckuckskind untergeschoben oder wie oder was? Ist verboten, wenigstens nicht aus eigenen Stücken das prüfen zu dürfen. Und dann geht im Volk solch eine, wie soll ich sagen, solch eine Stimmung rum, na, wird das Gesetz immer mehr, immer frauenfreundlicher und haben wir Männer immer weniger zu sagen? Denn bei Scheidungsgeschichten, da scheint das ja schon seit 10, 20, 30 Jahren so zu sein, dass wir Männer oft genug den Kürzeren ziehen. Also immer mehr von den Frauen, aber vielleicht auch vom Recht über den Tisch gezogen werden. Das jedenfalls sieht Hermann Messner, Sie kennen ihn, ein Anwalt, der mich schon oft hier beraten hat und begleitet hat, bekannt als Scheidungsanwalt in München für Promis und für Normale, haben schlechte Karten. Ist das wirklich so? Frage ich Hermann Messner. Herzlich willkommen bei uns. Grüß dich. Also, ist das die Erfahrung eines langen Rechtsanwaltslebens? Bei Scheidungen haben die Männer schlechte Karten. Ich würde eines mal vorweg sagen, das Wort Scheidungskrüppel könnte auch das Unwort des Jahres sein, nicht? Das habe ich nicht erfunden und haben Sie nicht erfunden. Scheidungskrüppel. Scheidungskrüppel, das heißt also, das ist das Ergebnis von Scheidungskatastrophen, mhm, wo Männer in der Scheidung oder durch die Scheidung persönlich, aber insbesondere auch finanziell amputiert wurden. Das heißt, diese Männer können oft nur einigermaßen überleben, indem sie im gesetzten Alter wieder zu ihren Eltern ziehen oder die neue Freundin. Warum denn? Ja, weil sie es sich nicht mehr leisten können, das Leben. Alles wird ihnen weitgehend abgenommen. Aber da gibt es so Tabellen. Aber gerade diese Tabellen, diese Schematisierung, die führt ja dazu, die Zahlen stimmen, aber das Ergebnis stimmt nicht. Das menschliche Ergebnis stimmt nicht. Das ist wie bei der Titanic, die Ehefrauen und die Kinder kommen ins Rettungsboot, finanziell ins Rettungsboot und der Mann kann untergehen, weil er einfach, es bleibt ihm einfach zu wenig in vielen Fällen und hier wird berechnet auf Pfennig, auf Heller um Pfennig, aber er kann einfach davon nicht leben und die neue Lebenspartnerin muss oft einspringen, damit man ein einigermaßen Leben führen kann, wie es früher geführt wurde. Können Sie mir das an Ihrer Praxis etwas genauer erzählen, im Sinne von, was fällt Ihnen ein, wenn Sie sowas erzählen? Ja, es ist also so, die Richter sind viel zu schematisch, das heißt, sie gehen viel zu sehr nach Computer, nach Tabellen, möglicherweise werden sie eines Tages durch einen Computer auch ersetzt, nicht? Das heißt, die sehen nicht den Einzelfall, wenn zum Beispiel eine Ehefrau, wenn sie geschieden ist, ein Kind betreut, 7 Jahre, 8 Jahre, dann ist die Regel, bis zum 9. Lebensjahr muss sie nicht arbeiten. Soll sie Blödsinn. Die Kindererziehung machen? Wieso Blödsinn? Wenn Not am Mann ist, dann muss sie halt arbeiten gehen. Und es ist ja oft so, dass die Kinder dann in Ganztagsschulen sind, dass sie bei den Großeltern aufwachsen und die Frau spielt Golf oder Tennis oder irgendetwas anderes. Aber doch nur die Promi. Ist es ja nicht nur die Promi-Frau? Ja, das ist natürlich auch da, aber die spielen halt dann irgendwas anderes. Auf jeden Fall ist Bridge. Bridge oder Karten oder Schafkopf, was weiß ich. Aber auf jeden Fall ist es so, dass es einfach unvernünftig ist, hier schematisch zu sagen, das Kind bis zum 9. Lebensjahr braucht diese Betreuung. Okay, da können die Richter ja nicht zu, das ist ja das Gesetz. Das ist nicht das Gesetz, das ist Rechtsprechung.
Das Gesetz ist ganz anders. Das Gesetz sagt, wenn Kinder betreut werden, ja, dann musst du einfach finanziell zuschießen. Ja. Aber das Gesetz hat keineswegs also hier geordert, bis zum 9. oder 15. Lebensjahr. Ach, das haben die Richter erfunden. Ach, das steht in keinem Gesetz. Und die Richter spielen natürlich, und jetzt kommen wir auch zur Rolle der Frau, die spielen natürlich dann oft hier gegenüber den Frauen, die es ja nun verstehen, das angeblich schwache Geschlecht zu sein, die spielen natürlich dann oft die Kavaliere. In Wirklichkeit sind sie bei den Scheidungen knallhart. Da werden also oft aus braven Hausfrauen Scheidungsjenen, die bis zum letzten Pfennig und zum letzten Heller oder letzten Cent vorgehen und ihre Interessen vertreten. Ist das Stammtischparole, was Sie erzählen, oder ist das Realität? Das ist Erfahrung. Und eines noch, auch die Bevorzugung oder diese alten Vorurteile, zum Beispiel, das Kind gehört zur Mutter. Mhm. Dieser Satz ist, also das ist kein Gesetz, sondern der Satz steht immer unausgesprochen im Raum. Und die Mütter haben hier Vorteile. Es gibt aber Männer, die durchaus in der Lage sind, für ihre Kinder zu sorgen, sie zu betreuen, oft besser als die Mütter. Ja. Aber sie haben den Nachteil, dass eben dieser Satz immer noch im Raum steht. Nicht? Also mal gucken, ob diese Thesen, die Sie sozusagen am Anfang der Sendung mal in die Welt gesetzt haben, widersprechbar sind, auch ob denen widersprochen wird. Ja, sie sind Erfahrung. Nicht? Jetzt will ich erstmal Manfred Geider zu Wort kommen lassen. Meine Damen und Herren, vielleicht stimmt Herr Geider mit in diesen Klagegesang ein. Tja, was soll ich denn sagen? Er hat das Gefühl, nach der Scheidung von seiner Frau immer noch über den Tisch gezogen zu werden. Herzlich willkommen, Herr Geider. Sie sind mir willkommen, mögen Sie bitte Platz nehmen. Herr Geider, wie lange sind Sie denn schon geschieden? Geschieden sind wir jetzt ungefähr 8 Jahre. 8 Jahre. Und wer zahlt? Ja, ich soll jetzt noch zahlen. Immer noch? Ja, obwohl die Kinder bei mir sind. Meine Kinder bei mir sind. Und warum sollen Sie zahlen? Weil meine Frau angeblich krank ist. Das heißt angeblich? Ja, sie in meinen Augen, also ich bin der Meinung, dass sie eine Krankheit vortäuscht. Also normalerweise hätte es ja sein können, okay, wir trennen uns. Du sorgst für dich meinetwegen und ich sorg für mich. Wenn du Kinder mitnimmst, sorgst du auch für die Kinder. Wenn ich Kinder mitnehme, aber die Männer haben ja normalerweise einen Beruf, die haben ja ein Einkommen. Ja, sicherlich haben sie ein Einkommen. Und wenn die Frauen dann irgendwo, die haben dann normalerweise keinen Job, die müssen sich erstmal einen Job suchen gehen. Ja, sie hat natürlich zu unserer Zeit noch nicht gearbeitet. Ja. So, und dann hat sie halt ihren neuen Traummann kennengelernt und hat eben die Familie auseinandergebracht. Aha. Also den Traummann gab es schon während der Ehe? Ja. Den anderen Mann? Und es gab dann während der Ehe sogar schon auch ein neues Kind. Aha. Dann ist die Sache doch eigentlich völlig klar. Und jetzt zahlen Sie 8 Jahre nach der Trennung immer noch den Unterhalt für Ihre Frau? Ja, das ist jetzt so gelaufen, dass sie erst mit den Kindern ausgezogen ist. Mhm. Dann ist zuerst mein Sohn wieder zurückgekommen zu mir ins Haus. Das Haus, das habe ich in Eigenarbeit, in 2 Jahren Arbeit selbst hergestellt. Mhm. Halt ein Nest für die Kinder gebaut. Dann ist mein Sohn zurückgekommen, da war er 14 Jahre. Mhm. Dann kam die rechtskräftige Scheidung und dann nach der rechtskräftigen Scheidung kam meine Tochter dann auch zurück. Okay. Ich weiß nicht, ob Sie bereit sind, ein paar Zahlen offenzulegen. Wie viel Geld haben Sie im Grunde genommen im Monat zur Verfügung und wie viel kriegt Ihre Frau davon? Momentan, also der aktuelle Stand ist, dass sie ja studiert. Weil ich meine, sie sei krank, haben Sie gerade gesagt. Ja. Ja, warte nun. Sie ist angeblich krank, aber seit erstens... Dann frage ich mal so, immer genau. Was hat sie denn für eine Krankheit? Ihre Krankheit sind Panikanfälle und Angstattacken. Da soll man nicht mit spaßen. Nein. Und seit 1.10. Das war schon nach dem Berufungsurteil vom Oberlandesgericht. Ja. Da studiert sie in Flensburg Lehramtsanwärter für Realschullehrerin. Mit Panikanfällen und Angstattacken. Da sagen Sie, das ist doch ein Widerspruch. Das ist in meinen Augen ein krasser Widerspruch. Also wenn man auf der einen Seite nicht arbeiten gehen kann, weil man Angst und Panikattacken hat, dann kann man sich doch nicht vorbereiten auf einen der stressigsten Berufe der Welt, nämlich genau, Lehrer so zu sein. Ja. Aber haben Sie das dann nicht mal einem Richter vorgetragen? Gucken Sie doch mal an. Ich werde relativ ausgezogen von meiner Frau, weil ich unterstütze. Und die macht, oder auch nicht, auf Panikattacken. Aber erklären Sie mal den Widerspruch zwischen Panikattacken und Lehrerausbildung. Was sagen die Richter?
Die Richter sind ihm überhaupt nicht gefolgt, sondern die Richter sind nur dem Gutachten gefolgt. Der Ärzte? Ja. Und ja, zwar. Da kann er nichts mehr machen, oder doch? Wahrscheinlich eben nicht. Das ist ja das Fatale. Aha. Woher weiß Ihre Frau, wie man einem Arzt in Anführungszeichen vormachen könnte, wie denn Panikattacken aussehen? Also ich nehme mal an, sie hatte ja während unserer Ehe noch ihr Abitur gemacht. Ja. Zum Schluss der Ehe. Ja. Sie hat dann eine psychotherapeutische Ausbildung angefangen, wo sie solche Krankheitsbilder kannte. So sehe ich das. Ja. Ja, und daher weiß sie genau, was sie anbringen muss, um in Panikanfällen und Angstattacken vorzutäuschen. Und das ist auch sehr schwer nachzuvollziehen. Okay, jetzt könnten Sie doch sagen, meine Frau hat doch längst einen neuen. Normalerweise ist es ja so, dass man, wenn man mit einem Neuen zusammenlebt, ja, dass der Neue auch zur Kasse gebeten wird. Und Sie weniger. Der Neue, wie soll ich das sagen, der ist eigentlich auch schon wieder weg. Aha. Und ich weiß die Zahlen nicht, aber ich gehe davon aus, dass er Unterhalt fürs Kind bezahlt. Für Sie braucht er nichts bezahlen. Sondern das machen Sie? Ja, für Sie muss ich bezahlen. Aha. Momentaner Stand ist halt so, dass sie BAföG bekommt. Aha. Ach, weil Sie eines da... Darf ich noch eine andere Frage stellen? Ja. Das ist jetzt unschicklich. Sagen Sie mal nicht genau die Wahrheit. Wie alt ist denn Ihre Frau? Meine Frau ist jetzt momentan 43. Und kriegt BAföG, um eines Tages mit 50 in der Realschule das Referendariat anzufangen? Ja. Ja. Das ist ein bisschen merkwürdig alles. Ich sehe ein, dass es irgendwo nach einer Lebensplanung sein kann. Okay, den ersten Teil meines Lebens habe ich hinter mir. Ich habe einen Mann gehabt, ich habe Kinder gehabt. Jetzt will ich gern berufstätig werden. Aber auf der anderen Seite dann Angst und Panikattacken zu haben, ist ja auch nicht mehr zu spaßen. Das ist eigentlich überhaupt nicht mehr zu spaßen, nein. Wie sieht die Situation und jetzt aus? Müssen Sie bis ans Lebensende zahlen? Das ist halt meine Befürchtung, dass jetzt auch das BAföG-Amt sogar eingeschritten ist. Mhm. Und das BAföG-Amt hat erfahren, ja, durch wen auch immer, ich weiß es nicht, ja, dass ich für Sie Unterhalt bezahle. Ja. Und dann hat das BAföG-Amt gesagt, wir kürzen dir jetzt diesen Betrag. Kürzen wir dir an BAföG. Das heißt, jetzt müssen Sie auch noch Studiengebühr für Ihre Frau bezahlen. Jetzt ist die Anwältin an mich wieder herangetreten worden mit dem Schriftsatz. Sie ist erneut beauftragt worden von ihrer Mandantin, dass gestrichene BAföG, dass ich das mehr an Unterhalt zahlen soll. Seien Sie froh, dass Sie nicht nachzahlen müssen an BAföG. Wenn die schon lange BAföG bekommen hat, kann es sein, dass Sie auch noch nachzahlen müssen. Ich musste allein schon nach dem Hausverkauf eine Riesensumme Unterhalt für Sie nachbezahlen. Also es, da kauft sich ein anderer einen Mittelklassewagen von. Mhm. Sie sagen, ich habe bis ans Ende prozessiert. Ein, zwei Verfahren haben Sie dagegen verloren. Ist das richtig? Alles verloren. Ich habe alles verloren. Bis in die zweite Instanz. Aha. Was bleibt dem dann noch, Rechtsanwalt Messmer, wenn man so ein bisschen hört, ich kann das nicht verstehen. Die Gutachten der Ärzte sagen natürlich Angst- und Panikattacken. Welcher Richter entscheidet schon gegen das Gutachten der Ärzte? Die werden sich hüten. Genau. Ja, das sind natürlich Krankheiten, die nicht verifizierbar sind. Und da liegt das Problem eigentlich nicht. Das heißt also, ich kann auch was vorspielen und der Gutachter glaubt es und der Richter ist daran. Aber es kann auch die Wahrheit sein. Aber es gibt doch auch Richter, die hier den gesunden Menschenverstand mitspielen lassen, ja, und sagen, ja, wenn du studierst, dann kannst du nicht gleichzeitig diese Anfälle haben, besonders wenn du diese Zielrichtung da hast. Eine andere Frage aber, hat diese Frau bisher einen Pfennig für die Kinderunterhalt bezahlt? Nein. Keinen Pfennig. Weil normalerweise ist ja so, dass jemand Kindesunterhalt, wenn er zu bezahlen hat, dann muss er natürlich alle möglichen Arbeiten annehmen. Dann kann man nicht luxuriös studieren, sondern dann muss man vielleicht sogar putzen gehen, um die Kinder mit zu ernähren. Da haben Sie es nie versucht in dieser Richtung. Doch. Auf Frage der Richter, ja, an den Gutachter, ja, ob sie anstatt studieren vielleicht einen 400-Euro-Job machen könne, ja, kam ein ganz großes in der heutigen Arbeitssituation und unter diesen erschwerten Bedingungen vielleicht eine Woche die Stunde. Mhm. Ja. Das war die Äußerung vom Gutachter. Eine Stunde die Woche. Ja. Dann vielleicht noch mal was zu dem Gutachter. Aber wie lange geht man studieren pro Woche? Ja, das wollte ich gerade noch mal sagen zu dem Gutachter. Das war ja der zweite dann beim Oberlandesgericht. Ja. Der hat dann wortwörtlich ausgesagt vor Gericht, dass er keine Ursachenforschung betrieben hat. Er hat sich nur auf die Aktenlage gestützt. Ja. Und er hat vor Gericht öffentlich zugegeben, dass er nicht weiß, was sie im Studium macht. Da hatte sie während der Verhandlung gefragt, ja, was machen Sie denn im Studium? Mhm. Ja, so Vorlesungen und Gruppenarbeit und so. Und die denken jetzt, sie macht so ein bisschen Gruppenarbeit. Mhm. Und dann hat er letztendlich dann gesagt, ja, studieren kann sie, arbeiten nicht. Mhm.
Da werden sich die Studenten freuen, dass ihre Arbeit so gewürdigt wird. Ja. Dafür bekommt sie BAföG. Naja, okay, jetzt müssen wir aufpassen. Wir reden nämlich die ganze Zeit über eine Frau, die nicht hier ist. Mhm. Mir fällt obendran auf, dass drei Männer über eine Frau reden. Und deswegen wollen wir mal gleich hinweisen, dass das alles nicht unbedingt ohne Widerspruch bleiben wird. Und deswegen haben wir ja auch Karin Sielemann eingeladen. Sie ist Rechtsanwältin, ziemlich engagierte Frau. Und die wird uns Männern gleich wahrscheinlich die Leviten lesen, diese Gesetze lesen. Sag, pass mal auf, typisch Männersicht, was ihr da gerade so erzählt habt. Aber bevor sie zu Wort kommt, will ich einen zweiten Mann, ich sag ruhig einmal ganz laut, sein Klagelied singen lassen. Denn ich kann nicht verstehen, wie Herr König, den Sie gerade kennengelernt haben, 6, 7 Kinder auf die Welt gebracht hat mit seiner Frau. Wenn ein Mann beispielsweise abhauen würde und würde seine Frau mit 7 Kindern allein lassen, ja, da ist aber was los. Aber wenn eine Frau, aus welchen Gründen auch immer, sagt, ich will einen anderen Weg gehen und lass meinen Mann mit meinen 6, 7 Kindern allein, dann scheint gar nichts los zu sein. Herr König, den Sie gerade kennengelernt haben und der jetzt neben mir sitzt, auf dem Schoß die Jüngste, glaube ich, hat Angst sozusagen eines Tages auf der Straße zu sitzen. Im Augenblick wohnen Sie sogar in der Wohnung, die die Stadt finanziert. Ist das richtig? Nein, im Asylantenheim, aber ich muss trotzdem Miete, im Asylantenheim und muss 800 Euro Miete zahlen. Mit den Kindern im Asylantenheim? Ja. Wo haben Sie denn während der Ehe mit den Kindern gewohnt? Im elterlichen Haus. Elterlichen Haus? Also auf Ihrem Bauernhof. Sie haben eine Frau gehabt, der gehörte oder gehört ein Bauernhof. Ja. Ihr habt da ein paar Jahre, wie viele Jahre glücklich 17, gelebt? 17 Jahre waren wir verheiratet. Was ist denn passiert, dass Sie dann vom Hof in Anführungszeichen gelaufen, getrieben oder gegangen sind? Laut Gericht, vom Familiengericht, musste ich mitsamt Kindern den Hof verlassen. Das Haus, die elterliche Wohnung verlassen. Weil der Bauernhof Ihrer Frau oder der Familie Ihrer Frau gehörte? Ihrer. Also die war ihre. Ja. Sie hatten 1978 ist der ihr überschrieben worden. Also sie war alleinige Eigentümerin. Mhm. Können Sie das verstehen? Ja, es ist also so, dass die Richter hätten hier auf jeden Fall Ihnen gestatten können, das Haus zu nutzen, auch nach der Scheidung. Warum sie das nicht gemacht haben, weiß ich nicht. Doch, es stand zuerst so fest, aber dann konnte die Frau geltend machen, dass ihre Mutter einen Schlaganfall hatte. Sie ist krank und dann hat sie das vor Gericht vorgebracht. Dann hat sie es gedreht, ne? Und dann hat das Gericht auf einmal Kehrtwendung gemacht und hat gesagt, also wenn sie die Mutter pflegen muss, dann muss sie... Kann sie sich nicht um die Kinder kümmern? Es gibt auch 6 Kinder, auf die man Rücksicht nehmen muss. 7 Kinder. Nicht, oder 7 Kinder. Ja. Vorhin haben Sie gesagt, Sie wohnen sogar im Asylantenheim. Jawohl. Wohnen die alle da? Ja, alle. Also bis auf die älteste Tochter. Okay, die ist schon ausgezogen. Die ist verheiratet. Aber wahrscheinlich macht die irgendwo Schule und Lehre und sowas alles. Ja, ja. Kommen Sie da zurecht? Warum wohnen Sie nicht in einer anderen Wohnung, da in einer Sozialwohnung? Folgendes, ich hatte 1991 das Nachbarhaus gekauft, also ja, gemeinsam gekauft. Ja. Und da hatten wir Ferienwohnung drin, als zweites Stammbaum. Ja. Und ich bin aber immer berufstätig gewesen, ja, Gott sei Dank. Und dann nach der Scheidung sind wir in das Ferienhaus gezogen. Erstmal Abstand gewinnen, jetzt gehen wir in das Ferienhaus. Ja, sind wir da reingezogen. Und dann konnte aber die Frau keinen Unterhalt zahlen. Dann habe ich gesagt, also wenn sie keinen Unterhalt zahlt, und das hat dann das Familiengericht aber akzeptiert, dann bewirtschaften sie den Hof, also dass ich die Einnahme immer noch hatte, weiter. Das ging ein Jahr oder zwei gut. Und dann hat sie wieder Reimungsklage gemacht, also mir hat mir alles weggenommen. Und dann ist halt weitergegangen mit dem Wohnhaus. Ich konnte dann die Rate nicht mehr zahlen, weiterzahlen, dann kam die Zwangsversteigerung. Also ich habe das ganze Vermögen verloren, samt Kinder. Mir hat man nicht geglaubt, also wenn ich gekommen bin oder so, hat mir auch niemand geholfen. Ich bin zum Bürgermeister oder Landesregierung, überall, mich hat man nur, obwohl als ich die Kinder hatte, ist alleinige Sorgerecht, kein Besuchsrecht für die Frau. Also es war gesetzlich alles auf meiner Seite. Und trotzdem, wenn eine Gerichtsverhandlung oder sonst, war alles immer für die Frau. Und das konnte ich halt nie begreifen. Mhm. Und ich habe bis zum heutigen Tage nicht getrunken oder geschlagen, sondern bin immer nur meiner Arbeit nachgegangen und habe für die Kinder gesorgt, auch in weiterbildende Schule, ins Gymnasium, Realschule. Jetzt gehen wir mal so ein bisschen darauf ein. Ich frage nur noch mal schnell Ihre älteste Tochter, ja? Bevor wir uns das vielleicht noch mal intensiver uns vorknöpfen. Es ist ja schwierig, in der Öffentlichkeit zu sein. Und da wollen wir kein Wort über Mutter eigentlich verlieren. Ja? Aber vielleicht kann man ein gutes Wort für Vater verlieren.
Ja, also sag doch mal, oder sagen Sie mal etwas über Ihren Vater. Nehmen Sie mal das Mikrofon. Also sagen Sie mal was über den Vater, der hier vorne sitzt, sozusagen in seinen Rücken rein. Ein sehr treusorgender und lieber Vater, der alles für seine Kinder macht. Aber wie er auch schon erzählt hat, sehr viel Pech gehabt. Aber trotzdem ist der Familienzusammenhalt so weit da, dass wenn irgendwas ist, dass wir alle dann da sind. Ist der gutherzig? Ja, zu gutherzig sogar mal manchmal. Das genau wollte ich gerade sagen. Ist er manchmal zu gutgläubig? Ja. Das heißt, ist er mit seinem Herzen und mit seiner Weichheit, vielleicht auch mit seiner Nachgiebigkeit, ist er daran gescheitert? Ja, teilweise. Damit ich es ein bisschen verstehen kann. Versteht ihr das, ja? So, gescheitert gegen Gerichte und Gesetze oder gegen die Familie Ihrer Frau Mutter? Gegen Gerichte und Gesetze. So ein bisschen Ahnung haben wir bekommen. Man weiß ja nie, man kann ja nie auf die tiefste Ahnung gehen. Ich überlege mir nur, bevor wir hier weiter über Rechtsanwälte reden, wie wir ihnen ein bisschen beistehen können. Ja? Sagen Sie, das heißt einen Familienzusammenhalt, da ist aber die Mutter nicht dabei, nicht? Nur wir, also der Vater und wir Kinder. Gar keine Frau, also nur ich und die Kinder. Und das war am Anfang. Haben die Kinder Kontakt zur Mutter? Nein, keiner mehr. Sie hat, ich will jetzt da nicht drüber reden. Ich auch nicht. Aber es war am Anfang so schwierig, nach der Scheidung, weil der Haushalt musste stehen, die Schule, Kindergarten, alles. Also es war schwierig für einen Mann sowieso mit so vielen Kindern, dass alles komplett stimmt und dann immer noch voll Arbeitsverhältnis, also jeden Tag musste alles unter einen Hut gebracht werden, weil das Jugendamt ja auch da ist, die kontrolliert. Herr König, lasst uns gleich weiterreden, aber die wichtigste Frage ist für mich, wäre es Ihnen eine Hilfe, in eine richtige Wohnung zu ziehen mit den Kindern? Ja. Dazu fehlen Ihnen wahrscheinlich im Augenblick Mittel. Das ist ja das. Moment, lass mich schnell ausreden, weil ich muss ja durch die Sendung durch. Ja. Wenn Sie Geld brauchen, um eine Wohnung zu mieten, irgendwo im Schwarzwald, wo Sie ja wohnen, da, wo die Kinder zur Schule gehen und die Lehre gehen und, würde ich eben gerne, damit Sie nicht nur immer nur Gerede hören, mit meiner Stiftung, das sind die Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer, die sich von den Geschichten meiner Gäste beeindrucken lassen, ich würde Ihnen gerne beistehen. Heißt auf Deutsch konkret. Wir müssen eine Wohnung finden für Sie. Wir stellen die Kaution, wenn es denn eine sein muss. Wir stellen den Agenten, also den Immobilienmakler. Und wenn wir uns dann mit der Stadt geeinigt haben, wer zahlt eigentlich was, helfen wir Ihnen auch in der nächsten Zeit, da irgendwelche Mietzuschüsse in irgendeiner Weise zu kriegen. Also ich möchte gerne, dass Sie mit Ihrer großen Kinderschar nicht weiterhin unbedingt im Asylantenheim wohnen müssen. Ganz einfach. Dankeschön. Ja? Das machen wir ganz konkret. Ja, Handschlag. So. Und jetzt müssen wir aufpassen, dass wir Männer nicht immer über Männer über Frauen reden. Deswegen ist es umso wichtiger, Karin Sielemann einfach nach vorne mal zu bitten. Frau Sielemann, Rechtsanwältin aus dem, ich glaube, aus dem Niedersächsischen, nicht wahr? Nein, Grenzbereich zu Niedersachsen, in Höxter, das liegt in Nordrhein-Westfalen. Haben gerade. Sie das Gefühl gehabt, hier reden nur Männer? Ja, war bisher ja auch so. Ja, war auch so. Ne? Und was war typisch Männer? Typisch Männer war der arme Mann, die Frau zieht ihn über den Tisch und die beutet ihn nur aus und liegt auf der faulen Haut. Mhm. Und dieses Mutterprivileg, die Richter haben immer noch diese Vorstellung, Mütter sind der bessere Elternteil. Aber er hat das doch psychologisch gut erklärt. Die Richter wollen doch auch gute Menschen sein. Und wenn die nun sehen, eine arme Frau kommt, da schlägt doch in mir wirklich das Herz eines Kavaliers. Der Dame helfen wir. Nein, so ist es aber in der Realität. Nicht jemals erlebe ich es nicht so. Dann haben Sie andere Familienrichter. Ja, vielleicht habe ich Glück in meinem Sprengel. Wir haben Richterinnen wie Richter. Ja, das sagte ich ja vorher. Aber die entscheiden nicht anders. Ja. Sie entscheiden sicherlich, jeder hat seine persönliche Art zu entscheiden. Aber ich kann nicht sagen, dass grundsätzlich die Frauen eher männerfreundlich entscheiden, wie Sie das gerade sagten, die Richterin, und umgekehrt die Männer eher frauenfreundlich. Nein, den Unterschied. Dann hat er gesagt, Scheidungskrüppel sind wir Männer. Was meinen Sie denn dazu? Krüppel der Scheidung sind vor allem die Kinder. Ich denke, die Kinder sind diejenigen, die am allermeisten darunter leiden. Einerseits an der zerbrochenen Familie, an dem ja meistens verloren gegangenen Vater, auch wenn regelmäßiger Kontakt besteht, aber er ist nicht mehr da. Mhm. Und sie leiden natürlich auch finanziell. Weil das, was so landläufig der Fall ist, ist ja nicht die Prominentenehe, sondern die ganz normale Arbeit oder Angestellten-Ehe. Und da fallen alle Beteiligten, einschließlich der Kinder, in die Armut.
oder zumindest in den Grenzbereich der Armut. Das ist richtig. Also wer sich scheiden lässt, stürzt erstmal ab. Ja, aber auch alle. Ökonomisch, wirtschaftlich, alle miteinander. Alle früher konnten sich nur die Reichen scheiden lassen, ist heute noch genauso. Ohne scheiden Verluste. Lassen können sich schon alle, ich meine, aber die Frage Verluste, ist, was dabei rauskommt. Verluste und Status, nicht? Oder Standard. Wobei man das bei einer Geringverdienerfamilie nicht mal so sagen kann. Die haben eigentlich alle Kreditverbindlichkeiten und dergleichen. Da geht es manchmal den getrennt lebenden Leuten finanziell besser, wobei das Geld dann natürlich nicht vom Mann kommt, sondern vom Staat. Aber normalerweise ist das Verhalten ja immer noch so Rollenverhalten. Bei uns haben die Männer mehr Berufe als die Frauen, aus welchen Gründen auch immer. Wenn die sich also wegen Kohle oder Geldunterhalt streiten vor Gericht, dann ist es ja doch oft so, dass Frauen tatsächlich sagen, jetzt bin ich 40, jetzt bin ich 45, wo soll ich arbeiten gehen? Das ist aber heutzutage ja auch Fakt. Wenn Sie Mitte 40 sind und Ihre Arbeit verlieren, haben Sie doch kaum noch Chancen, wieder reinzukommen. Und wenn Sie 20 Jahre aus dem Berufsleben raus sind. Setzen die sich dann nicht auch hin und sagen, ich bin 45, kann sowieso nicht arbeiten gehen? Natürlich gibt es diese Frauen auch. Das kommt auf die Höhe des Unterhalts an. Wenn sie also da ausreichend versorgt wird, dann wird sie sich natürlich nicht so sehr bemühen. Und wir haben ja viele Frauen, das werden Sie wohl bestätigen können, die bewerben sich zwar, aber die legen dann nur die Absagen vor, nicht? Und da, wo sie Chancen hätten, das wird also nicht vorgelegt. Das heißt also, hier wird der Richter nicht mit den wahren Dingen also konfrontiert, nicht? Aber wir haben ja den Scheidungsbazillus. Viele Frauen werden mit Einreichung der Scheidungsklage oder des Scheidungsantrages werden die plötzlich krank mit diesen Attacken oder wie sie es genannt haben. Das können Sie sich jetzt nicht bieten lassen. Nein. Das mag zwar sein, aber es gibt auch den Bacillus bei den Männern, dass sie plötzlich krank werden oder die Selbstständigen, die eben plötzlich nicht mehr die Kraft haben und die Gewinne immer geringer werden. Die Männer werden. Sind keine Heiligen, das sind wir uns einig. Genau, aber bei den Frauen gibt es das natürlich auch. Aber da gibt es mehr Unheilige. Jetzt machen wir uns nochmal richtig stark gegen Sie, denn ich habe nochmal männliche Verstärkung ins Rennen zu führen, nämlich einen veritablen Professor Albrecht Göschel, der sagt sogar, wir Männer werden krank. Scheidungskrüppel sind tatsächlich die Männer und nicht nur die Kinder. Und zwar so krank, dass wir eines Tages nicht nur den Frauen zur Last fallen, sondern der gesamten Gesellschaft als Kranke. Ist das wirklich so und ist das wissenschaftlich erwiesen? Herzlich willkommen, Herr Professor. So sieht's uns. Was ist die These? Naja, vielleicht zunächst mal eine Zahl. Also diese Zahl ist jetzt eine deutsche Uraufführung. Das sind Zahlen des Verbands der Rentenversicherungsträger, die so noch nie ausgewertet wurden. Wir haben es bei uns im Institut gemacht. Wir haben beim Bedarf an Rehabilitation wegen seelischer Erkrankungen bei den Männern, die geschieden sind oder bei denen die Lebenspartnerschaft zu Ende gegangen ist, also der VDR hat hier sehr genau die Statistik geführt, einen Unterschied von 140%, also Männer nach Scheidung, nach Zerbrechen der Lebensgemeinschaft, haben 140%, eine 140-prozentige höhere Bedürftigkeit, einen höheren Bedarf an Rehabilitation wegen seelischer Erkrankungen als männliche Versicherte, die noch intakter Ehe leben und ist doch Lebensgemeinschaft. Herr Professor, ist doch ein gemeiner Vergleich. Sie müssten doch das mit den Frauen vergleichen. Haben ob wir die auch zu 140 in die Reha müssen. Also bei den Frauen ist eine leichte Steigerung, die liegt so bei 20%. Bei den Männern sind es 140%. Das würde ja wirklich bedeuten, die Männer sind das schwache Geschlecht. Das ist richtig. Das gilt ja auch. Sind sie auch? Entschuldigung. Natürlich sind die Männer das schwache Geschlecht schon lange. Bei Scheidungen auf jeden Fall. Nicht finanziell unbedingt, aber was die Kommunikation angeht, was ihr soziales Verhalten angeht. Und ich denke, das ist eine Ursache auch dafür. Mit der Trennung von der Familie fällt das gesamte soziale Umfeld weg, weil dafür sind die Frauen zuständig. Ja. Nicht nur für die Familie intern, sondern für das Sozialverhalten der Familie. Nämlich die laden die Nachbarn die ein. Die Freunde, die halten Kontakte zu den Verwandten aufrecht. Das ist die klassische Arbeitsteilung. Okay. Und auf einmal bricht das weg und die Männer sind nicht immer in der Lage, Tisch zu decken. Aber haben Sie bei Ihren Untersuchungen auch eine Unterscheidung gemacht zwischen den Männern, die selbst gegangen sind, weil sie andere Partner gefunden haben oder weil sie ein freies Leben leben wollten und zwischen den Männern, die verlassen wurden, weil sie gehörnt wurden oder irgendwie sonst, weil deshalb die Ehe kaputt gegangen ist? Also Herr Messner, wir fangen... Wurde da die Differenzierung gemacht? Herr Messner, wir fangen jetzt an, dieses Dunkelfeld, dazu gibt es in Deutschland keine Forschung. Ja, Sie fangen ja gerade... Ja, wir haben einen Frauengesundheitsbericht, der ist so dick. Da haben also 4 oder 5 Frauenforschungsinstitute sicherlich auch für ordentliche Arbeit, ordentliches Geld gekriegt, in dem aber interessanterweise das Thema
Familienstand als Gesundheitsrisiko überhaupt nicht angesprochen wird. Für mich, und am Gesichtspunkt von Frauengesundheitspolitik, ich war einer der ersten Wissenschaftler in Deutschland, die schon in den 80er Jahren für eine regionalisierte Frauengesundheitsforschung Woran liegt das? Jetzt sagt der Stammtisch, dem ich sozusagen jetzt mal das Wort gebe, das liegt daran, die Justizministerin ist eine Frau, die Gesundheitsministerin ist eine Frau, die Familienministerin ist eine Frau. Wir kommen doch nirgendwo mehr vor, unsere Interessen. Das ist richtig, das ist Organisationssoziologie. Der ganze Bereich der sozialen und der sozialpolitischen institutionellen Strukturen in der Bundesrepublik Deutschland ist den Frauen, war ein Aufstiegskanal für die Frauen. Und die Frauengesundheitspolitik, dass Frauen ihr Gesundheitsanliegen zur nationalen Sache gemacht haben, das ist vollkommen d'accord, das ist richtig. Jetzt ist aber der Moment, wo die Männer ihre Defizite beispielsweise, wir haben in Deutschland eine Lebenserwartungsspreizung von 10 Jahren. Frauen werden 10 Jahre älter als Männer. Und zwar zwischen folgenden Regionen, das muss man regional spreizen auch. Männer in den neuen Bundesländern, in ländlichen Räumen, leben 10 Jahre kürzer als Frauen in den Kernstädten, in den Großstädten der alten Bundesländer. Ein Lebenserwartungsunterschied von 10 Jahren. Moment, ich muss mal hier weitermachen. Sie müssen uns Männern beistehen. Sie merken es, ja? Das heißt, tut mir alle ganz furchtbar leid, aber dass die Frauen älter werden als die Männer, das war eigentlich schon immer so. Nein, überhaupt nicht. Weil waren ja nicht. Nein. Also die Statistiken, die ich kenne, die letzten Jahrzehnte, hatten die Frauen immer eine längere Lebenserwartung von mindestens 7 bis 8 oder 9 Jahren. Zum ersten Beginn der Industrialisierung. So ist es. Zu dem Zeitalter meines Großvaters war das nämlich so. Die Männer starben im Feld und die Frauen im Kindsbett. Nee, ist doch wirklich wahr. Ja, also das heißt, da sah das anders aus. Jetzt muss ich ein paar Männer mal ins Gespräch bringen, die ganze Zeit da schon warten, mitreden zu dürfen. Ich habe nämlich ein paar Männer eingeladen, die natürlich kämpfen um ihre Kinder, um ihre Rechte. Und manchmal wird über sie gespottet, naja, klagen können sie, aber kommen sie auch von der Stelle. Ich will denen mal das Wort geben, die sollen mal ihre Meinung sagen zu dem, was sie gehört haben und was ihnen aus ihrer eigenen Biografie einfällt. Wer will anfangen? Männeraufbruch hier. Bitte nehmen Sie ruhig Stellung. Ja, guten Tag. Zunächst möchte ich Sie korrigieren. Wir sind der Väteraufbruch für Kinder. Und eine persönliche Meinung kundtun, wir leben in einem familienpolitischen Entwicklungsland. Was von Frauen dominiert wird und von Frauenrechten? Wir haben gerade Nein, in erster Linie durch die Gesetzgebung, durch die Richterschaft, durch die Rechtsprechung. Also was Herr Messmer vorhin am Anfang gesagt hat, es sind nicht nur die Gesetze, es sind auch die Richter und die Gerichte. Eindeutig. Ihre Meinung? Ja, also bin ich voll der gleichen Meinung. Ich muss dazu sagen, gerade zu dem Thema, dass wir eben krank werden oder dass die Lebenserwartung kürzer ist bei den Männern oder Vätern, das ist kein Wunder bei der heutigen Justiz. Denn wenn man sieht, wie Väter, wie jetzt in unserem Falle, ausgegrenzt werden, die jahrelang kämpfen und die Mütter, um ihre Kinder, zu sehen, mit den Kindern zu leben. Richtig. Und die Mütter dann noch unterstützt werden durch PKH. Was ist das? Prozesskostenhilfe. In all ihren Aktionen, in ihren verlogenen, teilweise verlogenen Aktionen, werden sie über Jahre gestützt, sodass mancher Vater einfach resignieren muss, auch gesundheitlich, was letztendlich dann auch zum finanziellen Ruin führt, weil in der Regel muss der Vater die Anwälte bezahlen. Gehe ich mal schnell zurück, Herr Messner. Ist das so, dass Sie mal irgendwie gesagt haben sollten, wenn die Frauen behaupten, mein Mann hat das Kind missbraucht, dann wird der Mann verhaftet. Und wenn... Wie geht der Spruch weiter von Ihnen? Also ich hatte andere Fälle, wo Männer dann glaubhaft vorgetragen wurden, sowas gibt es ja auch, dass die Frauen die Kinder sexuell missbraucht haben, da wurde auch der Mann verhaftet, nicht wegen falscher Anschuldigung. Nicht? Das heißt also, die Frauen haben hier einen Vorsprung an Glaubwürdigkeit. Mhm. Und etwas anderes noch, was hier auch anklingen mag, die Frauen behandeln oft die Kinder bei der Scheidung wie ihr persönliches Eigentum. Und sie benutzen dann auch oft die Kinder als Werkzeug, um gewisse Dinge durchzusetzen. Der Fall zum Beispiel, ein Mann reduziert die Unterhaltsleistungen. Mhm. Plötzlich darf er die Kinder nicht mehr sehen. Mhm. Wenn er kommt, dann ist das Kind krank oder ist Geburtstagsparty oder das Kind wird so abgerichtet, dass es den Mann ablehnt. Das heißt also, hier ist wirklich etwas, wo etwas geändert werden muss und hier müssen die Richter eingreifen. Und das Problem ist folgendes. Wenn Sie Jura studieren, dann lernen Sie die Gesetze. Aber Sie lernen nicht, wie man mit Menschen umgeht, wie man Menschen beurteilt. Und das ist eigentlich das große Dilemma. Nicht? Sie räuspern sich und räuspern heißt immer genau was. Ja. Sie haben sicherlich recht, dass es diese Frauen gibt, die den Vätern die Kinder entziehen. Aber es gibt auch immer noch eine Unzahl von Vätern, die gehen und nie wiederkommen, sich nie wieder blicken lassen. Und zum Glück gibt es jetzt ja das Recht der Kinder auf Umgang mit dem Elternteil. Wie erzwingen Sie das?
können sie genauso wenig erzielen wie das andere auch. Aber diese Männer gibt es eben auch. Die gehen und sich nie wieder melden. Und Frauen, es gibt neue Väter, ganz sicherlich, es gibt aber auch neue Mütter, die sehr viel Wert darauf legen, dass die Kinder den Kontakt zum Vater behalten, weil sie sagen, Kinder brauchen zwei, einen männlichen Part und einen weiblichen Part und es muss der Vater sein, nicht mein neuer Partner. Also ich habe ja den Verdacht, dass Sie eine ganz gute sind, weil Sie sagen, da scheint was dran zu sein, was die Herren hier vortragen. Das weiß ich. Ich vertrete Männer wie Frauen, auf beiden Seiten, in welchen Verfahren auch immer. Und ich versuche auch auf die Frauen, wenn es denn diese Frauen sind, einzuwirken, dass das nicht geht, dass Kinder ihren Vater brauchen. Und wenn es klappt, kriegen Sie dazu. Klappt nicht immer. Wir wollen uns, meine Damen und Herren, noch einen Mann anhören, der sagt, ich kann die Welt nicht verstehen. Deshalb, weil er sich natürlich auch von seiner Frau getrennt hat, auch geschieden ist. Und dann wird eigentlich gar nicht gefragt, ja, wie lebt ihr denn? Da muss gezahlt werden. Sie lebt weiterhin sozusagen in der schönen Wohnung, wo sie bisher gelebt hat. Und er weiß überhaupt nicht, wie er es überhaupt weiter finanzieren soll. Der Mann heißt Volker Fenkel und ist von mir eingeladen worden. Herzlich willkommen. Herr Fenkel, so ein bisschen Stimmung gibt es bei uns, dass da was tatsächlich dran sein könnte. Skandal. Ne. Die Männer werden bei den Entscheidungen sozusagen übervorteilt. Ja. Ja. Wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, es ist also auch so entstanden, dass ich eigentlich mir nichts Böses bewusst bin, keiner Schuld, irgendwie was in dem Sinn. Und wie lange sind Sie geschieden? Rechtskräftig jetzt ein gutes Jahr. Ja. Die Trennung fand statt im Mai 2002, also vor circa 3 Jahren. Ja. Und ja, dort wurde ich aus dem Haus geschickt, mit der Überraschung. Die Mandantin, also meine Mandantin, sie hat die Anwältin geschrieben. Von ihrer Frau? Von meiner Frau hat geschrieben, dass ihre Mandantin es nicht mehr länger mit mir aushalten könnte. Und ich möchte bitte schnellstmöglich die Wohnung verlassen. Okay, wie lange waren Sie verheiratet? Gute 32 Jahre. Hört sich nicht so gut an. Nein. Aber vielleicht muss man auch das verstehen, muss man dann knall auf Fall die Koffer packen oder wie sieht dann sowas aus, wenn so ein Rechtsanwalt aus einem schreibt, muss man das dann machen? Ja, auf jeden Fall müssen tut man gar nicht. Nicht? Man muss ja abwarten, dass ein Gericht dann letztlich darüber entscheidet. Was haben Sie gemacht? Sind Sie gleich ausgezogen? Nicht so unmittelbar, aber innerhalb eines Monats schon, wenn man so will, weil es war im Schreiben ein Begleitwort, das hieß von der Anwältin der Gegenseite, der Wohnungsmarkt lässt es wohl sehr schlecht zu und ich möchte auch nicht so viel Zeit verteuern. Und das wurde wiederholt. Sie hatten Ihren Stolz auch wahrscheinlich. Ja, in gewissem Sinne. So, Sie sind dann gegangen. Ja. Da gab es sicherlich ein Trennungsjahr oder auch vielleicht noch mehr. Es war etwas mehr, Und dann gäbe es ein Entscheidungsverfahren, selbstverständlich. Ja. Dann muss auch über Geld geredet werden. Und an der Stelle sind Sie nochmal sauer. Ja, warum? Absolut. Warum? Ja, weil ich fühle mich absolut überfordert. Ja, warum? Hat mich Einsatz, ja, weil zu hoch ist, finde ich das. Kinder sind Gott sei Dank bei uns keine Rolle mehr. Mhm. Es ging nur um sie alleine. Mhm. Und das sind horrende Zahlen. Können Sie uns zwei nennen? Ja, natürlich. Mein erster festgelegter gerichtlicher Unterhalt war 1135 Euro abzugeben. Ja, jetzt müssen Sie auch indirekt sagen, wie viel Sie denn haben. Damals knapp 2,4 in der Steuerklasse 3. Mhm. Also ungefähr die knappe Hälfte geben, sollen Sie gefälligst abgeben? Ja. Die Anwältin hat ein anderes Rechenbeispiel. Die wollte 1500 noch. Also die wollte mehr als die Hälfte haben. Der rechtliche Beschluss war dann 1135. Da gibt es diese berühmten Tabellen, Düsseldorfer Tabellen oder Frankfurt, ich weiß nicht, wie das heißt. Jedes Oberlandesgericht hat seine eigene Tabelle, die ähneln sich aber im Großen und Ganzen. Und sagen Sie mal, jetzt habe ich mal eine Frage. Wird das nach Tabelle entschieden? Es kann doch sein, dass der Mann oder die Frau, sage ich mal, noch goldene Löffel zu Hause hat. Verstehen Sie, was ich meine? Dass man dieses oder jenes Erbe hat, dass man diese oder jene Wohnung hat. Ist das immer so, knapp die Hälfte kriegt die Frau oder wird auf alles geguckt? Also ich habe es ja vorher schon gesagt, einen Moment bitte. Ich bin dagegen, sich so sklavisch an diesen Tabellen zu orientieren. Man muss eben eine Gesamtwürdigung des Sachverhaltes machen. Ist Vermögen da, kann einer noch arbeiten und so weiter und so fort. Ja. Aber die Richter neigen eben dazu, vielleicht aus Bequemlichkeit, vielleicht auch, weil sie Verantwortung abschieben wollen, sich nur an diesen Tabellen, jetzt gibt es auch noch die Computer, zu orientieren. Mhm. Und das führt nicht zu Gerechtigkeit. Dann fragen Sie Fenkel wieder, warum sind Sie sauer? Sie geben ja nicht einmal die Hälfte Ihrer Frau, sondern etwas weniger. Wo ist Ihr Zorn begründet? Ja, in erster Linie, ich habe dann ziemlich schnell erkennen müssen, eine neue Beziehung oder eine neue Familie zu gründen, ist fast unmöglich. Für Sie? Vorhin fiel, ja, für mich dann, ja. Weil es fiel ja vorhin schon mal das Wort, mit einem Einkommen zwei Haushalte zu führen, das schafft wohl heute so leicht keiner mehr. Mhm.
Und das sehe ich also überhaupt im Moment keine Chance mehr. Mhm, aber für Ihre Frau auch nicht? Ja doch, da gibt es ein Thema. Jetzt im Januar sind es etwa 2 Jahre, wo inzwischen gut nachweisbar sie einen Lebenspartner im Haus hat. Kann man ihr das vorwerfen? Nein. Nein, um das geht es ja auch gar nicht. Mich interessieren keine Bettgeschichten, gar nichts. In dem Fall denke ich wirklich rein finanziell. Ja. Und mit der Chance, was mir noch bleibt. Ja. Das Einzige, was dann damals war, wo ich nicht wusste, da ein bisschen Unverständnis entstand, war bei der Revision der Unterhaltsentscheidung vom Amtsgericht zum Oberlandesgericht, war dann das, dass der Richter dem voll zugestimmt hat und über diese Lebensgemeinschaft oder eventuelle Wirtschaftsgemeinschaft könnten wir mal vielleicht in 2 Jahren drüber diskutieren. Mit dem neuen Freund? Mit dem neuen Freund, ja. Da muss ich sagen, vielleicht ist das nur eine One-Night-Stand oder wie das heißt. Oder One-Week-Stand oder One-Monat-Stand. Und der Richter will sagen, wenn das langfristig ist, ist das ein Thema. Aber 2,5 bis 3 Jahre muss es sein, nicht, Frau Kollegin? 2 Jahre, sagt man bei uns. In der also wenn man 2 Jahre einen festen Freund hat, dann muss die Kohle auf den Tisch. Mhm. Habe ich das so richtig verstanden? Na, ganz richtig ist, auch selbst von dem, quasi vom ersten Tage an des Zusammenlebens, wird etwas angerechnet für das Zusammenleben. Weil man sagt, das Zusammenleben ist also kostengünstiger und vielleicht führt die Frau nicht mehr. Kriegt denn das erstattet nach 2,5 Jahren, wenn der Freund meines Mannes bei ihr schon 2,5 Jahre wohnt? Nein, rückwirkend ist nicht erstattet. Schade eigentlich. Ja. Also der erste Vorteil ist relativ klein, das ist die Unterhaltsersparnis oder Aufwandsersparnis. Aber dann zur Sache geht es natürlich nach 2,5 Jahren. Zusammenleben muss aber schon ein fast eheähnliches Zusammenleben sein und dann wird der Unterhalt gekappt. Ja, das macht ja der Staat auch, der ja auch wissen will mittlerweile bei Hartz IV etc. Ja. Mit wem lebst du zusammen, wer hat da wie viel Kohle mitgebracht und. Wo lebt Ihre Frau überhaupt? Ja, das ist der nächste Punkt, den ich heute noch nicht verstehe. Wieso? Wir hatten im Elternhaus meiner Frau gelebt, ja. Über 30 Jahre lang, ja. Toi, 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 mietfrei. Ja. Und ich sage, diese Mietfreiheit hat unser beider Einkommen ja geprägt. Ja, klar. Jetzt kam es zum Auszug, wie vorhin geschildert. Ja. Und dann war für mich eigentlich selbstverständlich, eine Art Schätzung zu machen, die wir gerecht leihen, mit 2 oder 250 Euro Anspruch gestaltet habe. Und dann hat beide Gerichte gesagt, die Miete, das ist mein Pech. Sie wohnt halt im Elternhaus. Ich musste ausziehen und habe jetzt Miete. Und dass sie frei war, nachher wohnt noch, das wäre mein Pech. Aber es wurde nicht irgendwie einkommenstechnisch angerechnet. Ja, Zuwendungen der Eltern werden nicht berücksichtigt. Ja. Nicht? Selbst wenn jetzt also ein vielfacher Millionär seiner Tochter monatlich 5 oder 10.000 Euro gibt, wird nicht berücksichtigt. Mhm. Sie muss aus eigenem Recht muss sie Einnahmen haben. Mhm. Wenn sie also dort ein Wohnrecht hätte und so weiter und so fort, wird es berücksichtigt, so aber nicht. Aber das empfindet man als ungerecht. Ja, aber die Anwälte sagen, ja, such is life, alles, was ihre Frau geerbt hat von ihren Eltern oder alles, was sie an Zuwendung kommt von ihren Eltern? Wenn sie geerbt hat, hat sie ihr eigenes Recht. Aber wenn sie monatliche Zuwendungen bekommt, freiwillige Zuwendungen von ihren Eltern, dann wird das nicht berücksichtigt. Mhm. Also das heißt, da können wir nicht gegen moralisch stimmen. Recht ist anders als Moral. Naja, das ist genau das. Ja. Ja. Jetzt sitzen Sie da und müssen bis ans Ende Ihres Lebens Ihre Frau mit diesen fast Hälfte Ihres Einkommens unterstützen? Das sieht im Moment rechtlich so aus. Die letzte Rechtsprechung, ja. Nein, Sie müssen dafür sorgen, dass Ihre Frau Ihren Freund behält. Haben wir das nicht gerade mitgekriegt? Das habe ich auch schon überlegt. Der Gedanke ist rumgegangen, weil ich kenne einen Fall, weil wir schon die 2 Jahre ansprechen. Ja. Da ging nach 21 Monaten die Tür auf und der Freund wurde abgekegelt. Ja, jetzt spotten wir ein bisschen. In einer Viertelstunde irgendwann ist die Sendung zu Ende. Sie gehen sozusagen mit so einem Mund nach Hause, keinen Schritt weitergekommen. Ne? Bis jetzt noch nicht, nein. Deswegen sitzen wir ja hier auch ein bisschen, ja, vielleicht auch ein bisschen Lautstärke in die Gesellschaft zu bringen. Wir haben ein Problem. Genau. Ja. Also wir schreien ein bisschen auf, es gibt da eine Wunde. Ja. Und deswegen sind Sie gar nicht so sinnlos hier, sondern wir geben Ihnen die Möglichkeit, laut zu geben. Ja, da bin ich auch dankbar dafür, dass man sagen kann, jetzt hören mal viele andere Leute, weil ich habe es im Geschäft gemerkt, die Kollegen, die nicht selber davon von sowas betroffen sind, die glauben einem gar nicht so richtig. Die kriegen gar nicht mit auf der einen Seite, was da passiert und mit was man zu tun hat und so weiter. Meine Damen und Herren, ich möchte Ihnen noch einen Mann vorstellen, da müssen mir die Anwälte auch behilflich sein, die ist es zu verstehen, rechtlich zu verstehen, selbstverständlich. Der hat sich von seiner Frau getrennt, Scheidung allen drum und dran, kommt irgendwann, haben wir auch gerade gehört, ein paar Monate nach der Trennung, ein Kind zur Welt, wo alle sagen, ist nicht vom Vater. Ist von dem Neuen, ist von einem fremden Mann. Und trotzdem muss der Mann, der Matthias Martini heißt und den ich eingeladen habe, bis zum heutigen Tag zahlen ohne Ende. Was ist da schiefgelaufen? Herzlich willkommen, Herr Martini.
grüße Sie. Sagen Sie mir, Herr Martini, bevor Sie anfangen, Ihre Geschichte zu erzählen und die Anwälte und ich zuhören, eigentlich müsste man doch mit Ihrer Frau reden können und sagen, du weißt, dass das Kind nicht von mir ist, ich weiß, dass das Kind nicht von mir ist. Wir haben uns schon vor Jahren das gegenseitig gesagt, wenn mich die Gerichte verpflichten, dir Geld zu geben, gib es mir mit der linken Hand doch wieder zurück. Warum tut die das nicht? Ja, wenn ich die Frau wäre, würde ich es wahrscheinlich auch nicht tun. Ne? Warum nicht? Ich meine, das ist nicht von Ihnen, das Kind. Sie sollen trotzdem für dieses Kind Unterhalt zahlen. Ihre Frau sagt öffentlich, das Kind ist nicht von Ihnen. Genau. Ja. Sie sagen, es ist nicht von mir. Genau. Dann könnte Ihre Frau das sagen, okay, mein Mann ist verdonnert worden, mir Unterhalt zu zahlen für das Kind. Jetzt gebe ich ihm das wieder zurück. Ja gut, das wäre vielleicht eine Lösung. Ich könnte es mir nicht vorstellen bei dieser Frau. Auf gar keinen Fall. Und ich bin eigentlich heute auch nach diesem jahrelangen Kampf auf juristischer Ebene. Ja. Wir haben den ganzen Rechtsweg ausgereizt bis hin zum Bundesverfassungsgericht. Dort sind wir auch nicht durchgekommen. Dort ist die Verfassungsbeschwerde gar nicht erst angenommen worden. Und bin dann halt durch das Jugendamt massiv jetzt unter Druck gesetzt worden. Jetzt ist es also soweit, Sie kommen mit einer Lohnpfändung, Sie wollen rückständigen Unterhalt von 15.000 Euro haben und für ein Kind, wo jede Welt weiß, dass es nicht von mir ist. Mhm. Aber es interessiert nicht, denn ich bin der gesetzliche Vater. Jetzt wollen wir nochmal die Anwälte, Sie vielleicht ahnen die schon, die Anwälte, was da schiefgelaufen ist. Mhm. Wenn die es ahnen, aber ich ahne es noch nicht so sehr, Publikum ist recht nicht, erzählen Sie. Ja, na ganz kurz. 1995 wurde meine Ehe geschieden und ein halbes Jahr später kam dieses Kind, um das es geht, zur Welt. Dann hat mich meine Ex-Frau natürlich angerufen und hat gesagt, du pass auf, ich habe jetzt ein Kind bekommen von meinem Neuen. Mhm. Da sage ich, du, ich gratuliere, das ist doch eine ganz feine Sache. Mhm. Ja, so fein war das aber dann wieder doch nicht, denn ich stand als Vater in der Geburtsurkunde drin. Wieso ist das so? Weil das Kind Moment, die waren ja schon geschieden. 6 Monate später kommt das Kind ja erst gezeugt, die Welt. Gezeugt während der Ehe, nicht? Ja, ja, aber das war vielleicht schon Trennungsjahr oder so. Das darf man ja sowieso nicht in ein Bett. Damals nicht. Einfach so, wenn ein Kind während der Ehezeit gezeugt wurde und Trennungszeit war Ehezeit und danach geboren wurde, galt es als Kind des Ehemanns. Auch die Trennungszeit ist Ehezeit, heute wäre es anders. Aber 95 war das so. Weiter, Sie erzählen los. Da kommt also 6 Monate später das Kind zur Welt. Das Kind kam zur Welt, war natürlich nicht von mir, es war von Ihrem Neuen. Mhm. Der hatte sich wohl auch dazu bekannt. Und sie sagte, wir müssen jetzt ganz schnell was unternehmen. Mhm. Das war natürlich auch in meinem Sinne, denn ich wollte ja da aus dieser Geburtsurkunde raus. Mhm. So, und dann haben wir uns also hingesetzt und das lief eigentlich ganz vernünftig. Und wir haben uns entschieden, dass das Kind klagt. Also natürlich nicht ein Zeug, den kann ich klagen, aber die Mutter im Namen des Kindes. Und ich wusste seinerzeit auch, dass es dafür eine Frist gibt und die Frist beträgt 2 Jahre. Das klagt auf die Anerkennung einer richtigen Vaterschaft oder auf was klagt das Kind? Das hieß damals Ehelichkeitsanfechtungsklage, heute heißt es Vaterschaftsklage. Im Prinzip so, ich Kind will, dass ich den richtigen Vater in der Geburtsurkunde stehen habe und nicht den falschen. Ganz genau. Okay. Also, ja. Wie gesagt, müssen 2 Schritte sein. Erstmal muss die Ehelichkeit des Kindes annulliert worden sein. Mhm. Das kann also nur ein Gericht und dann kann der neue Vater diese Vaterschaft anerkennen. Und das ist passiert und das ist auch in der Frist passiert. Mhm. Und also das kann man offenbar nicht immer machen, seine ganze Zeit, sondern offenbar nur in einer gewissen Frist. 2 Jahre lang, ja. Okay. Genau. Bis zum Geburtstag Nummer 2 des Kindes kann man eine solche Anfechtungsklage machen. Also zwei Jahre nachdem, korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch sage, nachdem man Kenntnis davon hat. Ja. Gut, das ist nicht mein Kind. Das war ja eigentlich von Anfang an so. Okay, das habt ihr also auch gemacht. Das ist gemacht worden, das ist schon nach einem Jahr, da war das Kind erst 1 Jahr alt, gemacht worden. Die Frau hatte das also gemacht und im Namen des Kindes. Ja. Und ich habe diese Klage dann vom Gericht auch zugestellt bekommen. Wunderbar. Und ich habe die also heute noch in der Hand. Und dann habe ich mir natürlich gesagt, na Gott sei Dank, jetzt kann ich mir erstmal den Schweiß von der Stirn wischen. Ich bin raus. Die Klagefrist ist eingehalten. Mhm. Denn das Gesetz sagt ja nicht, es muss innerhalb von 2 Jahren entschieden sein, sondern es muss innerhalb von 2 Jahren geklagt werden. So, dann passierte eine ganze Weile gar nichts mehr. Ich habe dann zwischenzeitlich so zur Kenntnis eine Abschrift bekommen, eines Schreibens an meine Ex-Frau von dem Gericht. Die hatte nämlich gleichzeitig, und jetzt kommt der Stolperstein, der hatte gleichzeitig Prozesskostenhilfe beantragt. Und ich bekam also zur Kenntnis zugeschickt Ablehnung dieser Prozesskostenhilfe. Sie hatte dort erforderliche Unterlagen nicht fristgemäß eingereicht. Ich habe dann gesagt, da muss sie eben ihre Prozesskosten selbst tragen und habe mich nicht mehr weiter drum gekümmert. Ja, uns passierte immer noch nichts, aber ich war da eigentlich auch gar nicht so beunruhigt drüber. Jetzt dämmert's mir.
Dieser Prozess ist offenbar gar nicht geführt worden, weil die Prozesskostenhilfe ist abgelehnt worden. Er sagt, naja, dann muss die Frau eben selber zahlen, aber da findet gar kein Prozess statt, weil keine Prozesskostenhilfe gewährt worden ist. Damit ist die Frist verfallen, damit ist ihr Kind es auf Lebenszeiten ohne Ende. Aber es war ja auch nicht seine Frist, es war ja die Frist des Kindes oder der Ehefrau, aber nicht seine Frist. Ja. Die wurde dadurch nicht unterbrochen. Jetzt haben Sie sich durch Gerichte und Gerichte geklagt, überall haben Sie denselben Bescheid gehört, nämlich welchen? Abgelehnt. Ich wurde also im Jahr 2000 dann durchs Jugendamt aufgefordert. Sie schrieben, wir empfehlen Ihnen dringend, von sich aus jetzt noch mal zu klagen. Wir wissen zwar, dass die Frist verstrichen ist, aber wir wissen auch, dass die Gerichte Ermessen walten lassen können. Da war ich natürlich wieder ganz oben auf und habe gesagt, na, wenn das Jugendamt das sagt, die haben ja, die stehen ja in der Materie, dann muss das ja auch stimmen. Und dann habe ich geklagt und geklagt und geklagt und bin in der ersten Instanz ohne Ergebnis, also verloren, den Prozess verloren, in der zweiten Instanz dann zur Berufung auch wieder verloren. Und dann haben wir eine, ja, Revision war nicht zulässig. Dadurch war der Weg zum Bundesverfassungsgericht geöffnet, Verfassungsbeschwerde. Und die Verfassungsbeschwerde ist nicht zur Beschlussfassung angenommen worden. Das dürfen die dort. Ja. Dann frage ich Sie am Ende dasselbe wie am Anfang. Ihre Frau hat das doch, Ihre Ex-Frau hat das doch alles mitgekriegt. Mit welchen Gefühlen kassiert ihr Geld? Das kann ich Ihnen nicht sagen, ja. Ich verstehe diese Frau nicht und ich verstehe aber auch den Vater des Kindes nicht. Denn das kann ich zumindest für die Zeit sagen, als die Prozesse liefen, dann hatte ich ja mit meiner Ex-Frau da auch Kontakt. Dann erzählte sie mir also, wie sehr er sich um das Kind kümmert und das Kind immer abholt. Und sogar hat er von dem Jugendamt, dasselbe Jugendamt, was mir heute die Hosen ausziehen will, von dem hat dieser Vater, das war so 2001 rum zumindest, noch Unterstützung bekommen, damit er sein Kind sehen darf. Ja, wurden da also Gespräche geführt oder ich weiß nicht in welcher Form. Ja? Und in diesen Vater kann ich mich gar nicht reinversetzen. Denn wenn ich ein Kind habe, zu dem ich mich auch bekenne, ja, dem ich was schenke und dem ich, dass ich mir ab und zu mal holen darf und Umgang mit ihm pflegen darf, muss sagen, die beiden sind wohl auch wieder getrennt, ne? dann bezahle ich auch für das Kind und lasse da nicht einen anderen bluten dafür. Können denn... Können eigentlich Gerichte, lässt das Recht das zu, wenn sowas so klar ist am Tage, ist man als Richter gezwungen, die Gesetze auch so einzuhalten, wie sie da niedergeschrieben stehen, oder gibt es einfach auch für Richter Auswege, Umwege, das in irgendeiner Weise anders zu lösen? Richtig ist, Frist verfallen, Frist verfallen, Frist verfallen, Frist verfallen, guten Abend zusammen. Ja, man könnte, ein Richter könnte versuchen, Moral in den Gerichtssaal zu bringen. Nicht? Nämlich wie, gnädige Frau, wie lange nehmen Sie denn das Geld dieses Mannes noch an? Ja, oder den Vater hereinbestellen und dem einfach gut zureden und sagen, was willst du eigentlich, was Sie eben gesagt haben, nicht? Aber rechtlich ist er gebunden, da gibt es auch keine Möglichkeit, anders zu entscheiden. Sehen Sie das alle so? Ich meine, Sie sind kein Jurist, der ist Jurist. Das kommt sicherlich ein bisschen auf die Argumentation an. Diese Zwei-Jahres-Frist beginnt ja nicht unbedingt mit der Geburt des Kindes, sondern mit dem Zeitpunkt, wo er das wusste. Du, übrigens, ich kriege ein Kind, was die Mutter da angerufen hat. Da hätte man ja vielleicht noch ein bisschen was machen können irgendwie und sagen können, ich habe es erst später erfahren. Okay, das ist jetzt vorbei. Jetzt ist es natürlich vorbei, seitdem es durch alle Instanzen gegangen ist. Und schade, dass ihre Frau oder Ex-Frau mit dem Mann nicht mehr zusammen ist. Wenn die heiraten würden, könnte der das Kind nämlich adoptieren. Das wäre noch eine Möglichkeit. Kann er so nicht? Nein, so nicht. Dann verliert die Frau selber das Sorgerecht. Also so alleine, sie müssen verheiratet sein. Dann ging es. Und wie ist das mit den Jahren? Wie alt ist Ihr Kind jetzt? Oder Ihr indirektes Kind jetzt? Ihr Nicht-Kind? Mein gesetzliches Kind. Eigentlich über uns so 9 Jahre jetzt. Also wenn das 14 ist oder wenn das 18 ist, nein, das zieht durch. Ja? Und wenn das noch auf die Universität geht, zahlt er auch bis zum 26. Lebensjahr. Das Kind könnte natürlich selber anfechten. Wenn es volljährig wird, kann es anfechten. Ne? Und heißt das dann, wenn das Kind 18 ist und sagt, ich will das jetzt wissen? Kriegt das erstattet? Ja, vielleicht kann er einen Deal machen, kann sagen, fechten wir es an und teilen uns das, was wir vom wirklichen Vater bekommen, das teilen wir uns oder irgend so was Ähnliches. Also da gibt es schon Möglichkeiten. Wissen Sie was, Herr Fliege? Ja, bitte, Herr Professor. Wir sollten an der Stelle vielleicht mal noch einen Gesichtspunkt uns vergegenwärtigen. Ich denke, dass Männer, die in solchen Situationen über Jahre, dann am Schluss Jahrzehnte wegleben und am Arbeitsplatz sitzen müssen, weil sie ja ihre Verpflichtungen erfüllen müssen, dass die sicherlich nicht die optimalen Mitarbeiter sind. Ich kann mir vorstellen, das weiß man auch, dass Nachscheidungen, die psychosomatischen Beschwerden zunehmen, die Arbeitsunfähigkeitstage in Deutschland wegen seelischer Erkrankungen, die sind allein in 5 Jahren um 40% gestiegen.
Die Krankenkassen weisen darauf hin, dass nach Herz-Kreislauf-Krankheiten Depressionen bei Männern inzwischen also eine regelrechte Volkskrankheit sind. Und was hier passiert im Bereich Familienrecht, Familienrechtsprechung und Umsetzung der Rechtsprechung durch die Jugendämter, das ist ja ein ganz wichtiger Partner in dem Spiel. Ich denke, dass es inzwischen hat eine volkswirtschaftliche Dimension erreicht mit Krankheitskosten, mit Produktivitätsausfall. Wir kennen ja die Bemühung um... Dass das nicht nur eine moralische Frage ist. Das ist eine ökonomische Frage. Das ist eine wirtschaftliche Frage. Aber natürlich. Das sind Krankheitskosten, das sind Produktivitätsverluste, die wir uns angesichts einer dramatisch älter werdenden Arbeitnehmerschaft auf Dauer unbeobachtet nicht erlauben können. Das wurde bisher unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten gar nicht sehen. Meine Damen und Herren, ihr lieben Gäste, ich muss dummerweise die Sendung, sonst fängt die Tagesschau später an, und das wollen wir ja alle nicht. Ich muss die Sendung beenden und darf mich so erstmal bei meinen Gästen, die Väter sind und geklagt haben und mit Recht geklagt haben, bedanken. Bei meinen Gästen, die hier stehen als Experten auch, aber auch bei Ihnen. Schließe ich vielleicht hier mit der Justitia. Ne? Ist ja ganz hübsch. Die ist ganz hübsch. Aber ich will Ihnen ein bisschen auf die Waage hinweisen, die das Recht ja wägen muss. Und es ist ja so, jetzt hält die das seit 3000 Jahren. Es gibt ja gar kein Recht, was in der Waage ist. Wahrscheinlich war das 3000 Jahre männerschwerlastig. Wir Männer hatten das Sagen auf allen Ebenen, keine Frage. Jetzt schnellt sozusagen die Waage zurück. Kann gut sein, dass jetzt auf einmal die Frauen schwerer geworden und gewogen werden, als ihr Recht ist. Aber ich habe einfach die Hoffnung, dass der Ausgleich früher oder später wieder stattfinden wird. Wir brauchen ein bisschen Geduld, Beharrlichkeit, wie alle kleinen Leute. Passen Sie gut auf sich auf. Vielen Dank. Nächstes Thema bei Fliege. Warum hast du mir das nie gesagt? In der Bundesrepublik bringen sich pro Jahr 11.000 Menschen statistisch ausgewiesen um. Du willst eigentlich gar nicht sterben. Du willst eigentlich weiterleben. Du willst nur nicht so weiterleben. Und ich wurde konfrontiert mit der Tatsache, dass meine vermeintliche Tante eben meine Mutter sei. Ich habe echt die Eier nicht gehabt, meiner Frau zu sagen, hör mal, ich habe ein tierisches Drogenproblem.